Zum Start der heutigen Spielerkarrierefolge musste Leo Viviani endlich eine Entscheidung treffen. Das alles ist aber nicht nur irgendeine Entscheidung, sondern es geht um die Zukunft von Leo Viviani, um das Land, für das er künftig Fußball spielen wird und die Frage, bleibt er also bei der USA oder wechselt zum Heimatland seines Vaters, zu Italien? Natürlich redete Leo auch viel mit seinen beiden Eltern und beide hatten natürlich auch gute Argumente für die jeweils andere Seite, egal ob jetzt die USA oder Italien. Am Ende geht es aber natürlich nicht um die Karriere seiner Eltern, sondern um die Karriere von Leo selber. Und egal wie sehr auf ihn eingeredet werden würde, er müsste die Entscheidung natürlich am Ende selber treffen. Leo überlegte einige Tage und war selbstverständlich hin und her gerissen. Mal tendierte er eher dazu, bei der USA zu bleiben, mal war er fest davon überzeugt, definitiv zu Italien zu wechseln. Die Überlegung für seine Entscheidung dauerte einige Tage an, doch die letztendliche Entscheidung war nur einen einzigen Anruf entfernt. Letztendlich blieb Leo natürlich keine andere Wahl, als sich natürlich irgendwann für eine der beiden Optionen zu entscheiden, und so rief er also bei dem Verband an, für den er also auch künftig in der Nationalmannschaft spielen wollen würde. Am anderen Ende des Hörers war der Präsident des Verbandes der Squadra Azzurra, nämlich der italienischen Nationalmannschaft, für die sich Leo Viviani also letztendlich entschieden hat. Sein Vater, der ihm schon als kleines Kind Geschichten der italienischen Nationalmannschaft oder der glorreichen Zeiten des AC Mailand erzählt hatte, hatte also letztendlich die Überhand gewonnen in der Entscheidung seines Sohnes, welcher also letztendlich für das Heimatland seines Vaters spielen will, nämlich für die italienische Nationalmannschaft und hoffentlich auch in dieser irgendwann mal, genau wie es sein Vater ihm erzählt hatte, die Europameisterschaft oder natürlich noch viel wichtiger, die Weltmeisterschaft gewinnen kann. Servus YouTube und herzlich willkommen hier wieder zurück auf meinem Kanal zur 6. Folge der FIFA 23 Spielerkarriere. Wir starten die heutige Folge erstmal mit einer Auflösung, die ich eigentlich in der letzten Folge bringen wollte und ja, vergessen hatte, ich bin ehrlich zu euch Leute. Es ging um die Nationalität von Leo Viviani, da konntet ihr ja in der vorletzten Folge in einer Umfrage das Ganze bestimmen, ob wir eben bei der USA bleiben sollen oder vielleicht doch lieber zu Italien wechseln, woher ja der Vater von Viviani stammt. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, Leute, ich blende euch das Ergebnis jetzt aber mal ein. Es war eine sehr, sehr eindeutige Sache, nämlich für Italien. Zuletzt, wo ich geguckt hatte, hatte Italien auf alle Fälle doppelt so viele Stimmen wie eben die USA in dem Voting. Und damit habt ihr euch also mehr als nur eindeutig entschieden. Die Nationalität von Leo Viviani soll also geändert werden. Und genau das machen wir jetzt also. Leo Viviani hatte die Karriere also mit der Nationalität USA begonnen. Und wir ändern das Ganze eben jetzt also. Nationalität nicht mehr USA, sondern Italien, womit wir also auch berechnen sind in der Zukunft, obwohl wir eben in den USA in New York geboren wurden, mit Leo Viviani also künftig für die italienische Nationalmannschaft zu spielen. Und wer weiß, vielleicht wird Leo Viviani ja irgendwann im Laufe dieser Spielerkarriere auch in Italien spielen, beim AC Mailand, Juventus Turin oder sonst wo. Damit starten wir jetzt so richtig in die heutige Folge rein und ja, mit dem Traum der Playoffs, der also noch nicht so ganz gestorben ist. Wir hatten uns die ganze Tabellensituation ja zum Ende der letzten Folge nochmal angeguckt. Wir sind aktuell 4 Punkte hinter dem ersten Platz für die Playoffs, haben natürlich auch Spiele mehr als viele Vereine vor uns, aber wie gesagt, der Traum ist eben noch nicht völlig begraben. Festigen wir also noch ganz schnell so ein bisschen unseren Spot in der Startelf und für ein bisschen mehr Glück gebe ich dem Mann jetzt auch ein neues Paar New Balance Treter. Bevor wir jetzt ins erste Spiel der heutigen Folge reingehen, Leute, vergesst ihr da draußen nicht, den Daumen nach oben da zu lassen. Für euch nur ein kleiner Klick für die Videos, eine mega Unterstützung, gerade mit dem ganzen Aufwand der Storylines und so weiter, Leute. Abo-Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Folgen mehr der Spielerkarriere zu verpassen, und zu guter Letzt, Leute, Kommentar für den Algorithmus oder hier zur Spielerkarriere. Like gerne Sachen hoch, die euch gefallen. Und jetzt ab ins erste Spiel gegen Austin. Der kurze Blick, bevor wir also ins Spiel reinstarten, wie immer auf unsere Ziele. 8,5er Bewertung sollen wir halt irgendwie letzte Zeit immer erreichen. Ja, Ballbesitz können wir super als Stürmer bearbeiten oder ja, überhaupt beeinflussen. Das meinte ich eigentlich eher. Und zu guter Letzt, Dribblingquote gehen wir auch einfach mal drauf, statt 40, 50%. Und damit also rein ins Spiel und hoffentlich in ein gutes Spiel. Ja, der Afro-Mann direkt mal mit einem guten Ball. Können wir den irgendwie verarbeiten? Können wir da irgendwas... Ja, wir können nichts damit machen. Männer. Es macht wirklich keinen Unterschied, ob ich jetzt eben die Verteidiger steuere oder nicht. Weil eben genau solche simplen Spielzüge ausreichen, um unsere komplette Mannschaft hops zu nehmen. Junge, was ist das? Und es ist halt auch Real Rap, egal in dieser Karriere, wer der Gegner ist. Letzte Folge gegen Cincinnati verloren und wen es da nicht noch so gab, ey. Und das sind halt auch Vereine, die sind schlechter als wir, schlechter platziert in der Liga als wir. Und ja, da verlieren wir halt trotzdem, kriegen wir trotzdem auf die Fresse. Ja, geil. Ja, kehre auf deine Position zu. Ja, tut mir leid, dass ich versuche, ein bisschen mich mehr einzusetzen, vielleicht nochmal nach hinten zu arbeiten, ich weiß, alles gut. Ja, genau für sowas bin ich eben da. Let's go!
Ey, der muss sitzen. Der muss jetzt sitzen. Viviani, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß, Junge. Ja, let's go. 25 Minuten, nimm den Ball mit, Junge. Wir haben ein Spiel zu gewinnen. Wir haben 3 Punkte zu holen. Klare Sache. Ja, Leute, genau das sind unsere Momente mit dem Tempo, was Viviani eben mitbringt. Das Ganze ausspielen, an dem letzten Verteidiger vorbeiziehen und eben den Ball ins Tor befördern. Das hat vor allem in der letzten Folge nicht so gut geklappt. Also, letzte Folge Präzision war ein bisschen am Arsch. Habe ich kein Zehwasser getrunken. Abgemann, lauf mit. Und jetzt zurück, jetzt zurück. Ja, let's go. Komm, Junge. Zieh. In die Mitte. Mach ihn. Mach ihn. Ja, let's go. Wir sind absolut back in the game. 29. Minute. Viviani mit der Vorarbeit. Ganz, ganz schön gespielt. Hier das Doppel-Zusammenspiel, Whatever-Spiel mit dem Afro-Mann. Oh, der Keeper hat sich aber auch gut platziert, muss man sagen. Das war schon ein gewisses Risiko, da den Ball unseren Teamkollegen zu geben. Aber er lässt uns nicht im Stich. Er enttäuscht uns nicht und macht das Ding rein. Wir müssen jetzt endlich mal anfangen zu rasieren in der heutigen Folge, Männer. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? So viele Spiele haben wir nicht mehr. Männer, Druck machen, Druck machen, Druck machen. Wieder in die Mitte, Clark, Viviani, nee, oh, was passiert hier? Foul, Schiri, Elfmeter, ja, let's go, ja, yeah, Mann, so muss das. Dürfen wir den machen? Na, ich darf ihn nicht machen. Ja, okay, dann ist mir auch nicht so wichtig, ob der reingeht. Ja, doch, der soll schon reingehen. Mach ihn bitte, ja, Mann, Digga, let's go. 52. Minute und damit die 3:1 Führung. Luis Morgan, der Mann. Let's go. Oh nein, nein, nein. Och Mann. Digga, die machen einfach Anschlusspark. Ja, ich habe nichts gesagt. Die sind halt wirklich nicht schlecht, wie man merkt. Vielleicht wahrscheinlich einer der schlechtesten Teams, aber für uns reicht's. Ja, Clark, wieder zurück, wieder zurück, wieder zurück. Ah, nicht durch den. Och Mann, nicht durch den Verteidiger durch, du Esel, Digga. Vor wegen Top-Vorlagengeber bei uns. Ich lach mich tot. Durch. Nein, jetzt spiel ich den Ball. Ach Mann, ich hasse diese Momente. Immer dieses Pass anfordern, aber dann hat der Computer den Ball und dann, ja, hat er ihn schon gespielt. Und dann passe ich den Ball, nachdem ich ihn direkt habe. Und auch Mann, ja, Afro-Mann, spiel weiter. Ja, Tor! Ey, Viviani, Digga, du bist auch nicht in guter Form gerade. Was ist los mit dir, Mann? Das kann doch nicht sein, ey, Mann. Ja, der Gegner schenkt mir den Ball. Oh mein Gott, Digga, der hat mir den Ball geschenkt. Wow, 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 wow. Let's go, Digga, let's go. Die Austin-Spieler hatten Mitleid mit mir. Die hatten Mitleid, die haben gehört, wie ich geweint habe, weil ich die 8,5er-Bewertung nicht erreicht habe. Und jetzt haben wir sie mit diesem Tor erreicht. Oh mein Gott. Hier vom Keeper der Ball aus. Und was macht der Verteidiger da in die Beine, in die Füße von Viviani? Und dann machen wir den auch endlich rein. Oh mein Gott, let's go, Alter. Ich glaube, damit haben wir so gut wie alle Ziele abgeschlossen. Also sollten wir. Ich glaube, Ballbesitz waren wir auch gar nicht so schlecht. Let's go, Leute. Plus 15 in der Trainerwertung. Ja, den Ballbesitz haben wir leider doch nicht erfüllt. 45% nur. Also doch auch relativ deutlich verfehlt sogar. Sei es drum, dafür die anderen beiden Ziele. Vor allen Dingen das Optimierte und eben ein Plus in der Trainerwertung. Ja, mehr kann man sich auch nicht wünschen in dem Fall. Und ein Sieg, 3 Punkte. Wichtig. Da wird jetzt auch nochmal ein bisschen getrainiert, damit wir auch in der Startelf bleiben und uns auch richtig festfahren, setzen, wie man es auch mal sagen will. Warte mal, wir spielen jetzt als nächstes gegen Colorado. Und die sind in der Western Conference. Und Austin ist das auch. Und ja, das verwirrt mich gerade so ein bisschen. Ich habe halt keine Ahnung von diesem Spielsystem in den USA. Lies ein Buch einer Vereinslegende. Also als hätten wir das nicht schon mal getan. Und ich weiß nicht, geht dem Spiel irgendwie so ein bisschen der Treibstoff aus an kreativen Sachen hier bei diesen Entscheidungen? Weiß ich nicht. Üftiger, dürftige Trainerleistung. Ja, Gerüchte aus der Kabine streuen wir dieses Mal nicht. Wir stehen hinterm Boss. So ein Ding ist das. Weil sonst werde ich so wieder mal suspendiert. Und das will ich ja auch nicht mit Viviani. Wir gehen jetzt aber rein ins nächste Spiel. Der MLS, der weiß ich nicht, was für eine. Also wir spielen jetzt Eastern gegen Western Conference. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Wir gehen aber rein ins Spiel und Heide. So, rein ins Spiel. Kurzer Blick auf die Ziele. Wir haben Ballbesitzquote. Ah, nein, ich habe das Ziel vergessen. Jetzt haben wir 10,0 als optimiertes Ziel bei der Spielwertung. Ja, Ballbesitz, Dribblingquote, eigentlich alles dasselbe. Ich bringe die gute Flanke jetzt hier. Auf 10er-Basis. Die kommt wirklich gut. Die kommt auf den Afro-Mann. Ey, das war die unrealistischste Parade aller Zeiten, Digga. Der Afro-Mann hat aus 20 cm Entfernung auf den Keeper geköpft. Und der hat den einfach festgehalten, sogar den Ball. Nicht mal pariert. Aus 2 Metern Entfernung. Junge, wie... Nee. Ich glaube, ich sollte echt mit diesen Effet-Schüssen aufhören, weil das bringt gar nichts. Also, mein Spieler hat einfach kein Effet, keine Präzision. Oh, ja. Ja, spiel ihn! Nein, doch! Oh, scheiße, schade, Junge. Er hat durch seinen ganzen Körper einen Zweikampf geworfen. Nein, 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 nein. Oh, Keeper. Na, immer noch nicht vorbei. Nein, nein. Ach, Mann, ich hasse diesen Verein. Ich hasse diese Verteidigung. Ich hasse einfach alles hier. Real Talk, ey, da kannst du die Folge gut starten, wie du möchtest. Dann kommt halt wieder so ein Spiel. Und ach, Mann, das ist wirklich so ein Hühnerhaufen. Ah, Junge. Nee.
Wir laufen einfach alle rum wie kopflose Hähnchen. Das gibt's doch nicht. Morgen kommt dann diese militante Veganerin und macht ein Video über mich. Was? Nein, Männer, nein. Oh, der Keeper. Der macht's aber auch wirklich. Das sieht jedes Mal so aus, als würde der Ball kurz vorm Reingehen sein. Also wirklich. Ich bin der festen Überzeugung, er macht auch das mit Absicht. Nur damit er besser aussieht. Viviani. Für morgen. Ja, Digga, was ein Tor. Oh mein Gott. Digga, wenn der Keeper mal bei mir so schlecht wäre, dann würde ich auch 100 Tore hier erzielen. Das ist ja der Wahnsinn. Aber es war auch zugegebenermaßen ein richtig, richtig guter Schuss. Schön den Ball gewonnen. Spiel nach vorne. Eine weiter. Ja, den kriegen wir. Ich spiele ihn zurück. Komm, let's go. Mach ihn, Digga, mach ihn. Ah, nein, jetzt aber ja. Let's go. So muss das. Zwar keine Vorlage für uns, aber trotzdem die 2-2 ins Führung. Wie gesagt, wir denken ja auch immer noch so ein bisschen an die Playoffs. Wir denken immer noch so ein bisschen dran, dass wir das vielleicht noch schaffen können. Und 3 Punkte sind immer wichtig. Ja, den hat er. Den hat er. Ja, let's go. Komm, Viviani. Jetzt könnten wir vielleicht mal in der Verteidigung vorbei sein. Ich weiß es nicht. Ich muss wahrscheinlich mit links aufschießen. Nein, ich schieße mit rechts und ich mache ihn. 71. Minute. Leo Viviani. Ja, Mann, Alter. Wichtig, wichtig, wichtig. Weil als nächsten Schritt würde ich mich auch gerne auswechseln lassen. Das nächste Spiel steht in 2 Tagen an, Leute. Und da brauchen wir natürlich einen fitten und frischen Viviani. Also so gut es geht eben. Das heißt, wir beenden das Spiel jetzt also auch mit diesem Tor und unserer Auswechslung. Also ich hoffe, wenn ich mich noch auswechseln lassen kann. Damit ist der Arbeitstag von Leo Viviani also beendet. Das Spiel steht 3-1. Ich hoffe, die Männer vergeigen es jetzt nicht. Erfolgsquote nicht so gut. Wir hatten viele Chancen. Leider gingen nicht alle rein. Bewertung haben wir gepackt. Rest liegt an der Mannschaft. Es wurde am Ende noch eine 4-1 und Lewis Morgan hat einfach mal einen Dreierpack erzielt. Sehr schön. Freut mich für den Mann. Plus 15 mal wieder in der Trainerbewertung. Spiel gewonnen. 3 Punkte geholt. 40% Dribblingquote erreicht. Auch, ja, okay. Ich wollte gerade sagen auch. Aber nee, das optimierte Ziel haben wir leider nicht erfüllt. 10,0er Bewertung auch sehr, sehr schwierig zu erreichen. Und ja, Ballbesitz gewinnen wir einfach nie, weil man hat irgendwie immer weniger Ballbesitz als der Computer. Let's go, Leute. In unserer Eastern Conference sieht es jetzt also folgendermaßen aus. 23 Spieler haben jetzt alle um uns rum. Wir sind nur noch 3 Punkte vom ersten Playoff-Platz entfernt. Und ja, Platz 6 und 5 sind eben auch eigentlich nur 4 Punkte von uns entfernt. Das heißt, hier ist eigentlich noch gar nichts entschieden. Es sind jetzt halt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele bis die... Ja, nee, 10, 11. 11 Spiele noch bis die Saison vorbei ist. Also eigentlich ist auch noch alles drin. Safe. Ganz, ganz safe. An der Stelle, Leute, auch mal eine kurze Frage an euch Zuschauer da draußen. Und zwar geht es um die Kameraeinstellung. Da könnten wir theoretisch, wenn wir eben einen festen Spieler haben, auch die Pro-Kamera haben. Das wäre quasi, dass wir so richtig das Ganze aus seiner Perspektive mehr oder weniger erleben, aus unserer Spielerperspektive. Hier eben die Pro-Kamera. So würde das Ganze aussehen. Ich habe aktuell halt die ganz normale Kamera an. Also so, wie wenn ich auch eine normale Trainerkarriere machen würde. Da wäre die Frage, was feiert ihr mehr? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Like gerne Kommentare hoch, die eben darum gehen. Und ganz wichtig, Leute, wenn ihr das Video bis zu der Stelle hier geguckt habt, ganz, ganz wichtig, weil dann sehe ich auch, wer hier durchskippt und wer wirklich die Videos aufmerksam guckt, schreibt zu eurem Kommentar den Hashtag Kamera. Also einige Leute werden sich dann denken, hä, warum steht so oft in den Kommentaren Hashtag Kamera? Und die Leute, ne, hier die richtige DGTV-Army und ich, wir wissen hier, Handschlag, wir haben abgemacht. Hashtag Kamera in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Video bis zu der Stelle hier geguckt habt. Oh, Leute, jetzt gegen DC United, das ist so ein wichtiges Spiel. Wenn wir gewinnen, dann wären wir hinter denen nur noch einen einzigen Punkt. Und das würde bedeuten, dass alles wirklich noch offen ist, was eben die Playoffs für die MLS-Saison angeht. Es geht also ran gegen Benteke, Ochoa und Co. Viele Namen oder zumindest einige, die man aus Europa auf jeden Fall noch kennt. Wir gehen rein ins Spiel. Let's go. Let's go, Leute. Die heiße Phase in der Major League Soccer beginnt also. Wir spielen gegen DC United, Leo Viviani und Red Bull New York, also auf dem Wege hin Richtung Playoffs. Wir haben die Ziele, Ballbesitz leider mal wieder drin, Schüsse aufs Tor, 8,5er Spielerbewertung, ich gehe auf die Schüsse aufs Tor. So, dann jetzt also Daumen drücken, Leute, ganz, ganz fest drücken bitte, denn wir müssen dieses Spiel gewinnen, es wäre so wichtig und ich meine, wir sind gerade gut in Form. Ja, oh mein Gott, was ein Ball für Viviani, was ein Ball für Viviani, let's go, Junge, 6. Minute, 1-0 aus dem Nichts. Gefühlt 5 Sekunden, nachdem ich gerade den Take beendet hatte. Jetzt also der nächste und das Tor. Wie gesagt, Leute, die Mannschaft ist da, die Mannschaft ist in Form. Wir beweisen das Ganze jetzt hier. Wir müssen gewinnen und wir sind auf dem besten Wege dahin. 1-0, der Keeper kann auch nur noch zugucken. Ja, Mann, Alter, so muss das. Haben wir den? Nein, haben wir nicht. Ah, Männer, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt muss die Verteidigung mal sitzen, Digga. Wirklich, die ganze Zeit bisher. 5 Folgen Spielerkarriere davor. Kein einziges Mal gab es ein wirklich richtig geiles Spiel. Ich habe auch das Gefühl, wir haben bisher gefühlt auch noch nie zu Null gespielt. Es wäre jetzt mal an der Zeit, Männer. Wenn nicht jetzt, wann dann? Oh, so schnell gelassen, Bruder. Der muss jetzt sitzen. Der muss jetzt sitzen.
Oh, mit links, ich kann mit links nicht schießen. Nein, diese Lücke, nein, nein, da oben, Digga, der ist, nein, Keeper, danke, oh mein Gott. Ja, der Afro-Mann, die Drehung, man kennt sie, die Ballrolle, der Ballrollen-King, oh mein Gott, Luis Morgan, ja, Digga, was ein Tor, Junge, ich weiß, der Mann kann noch schießen, der kann richtig gut schießen, das wissen wir bereits, let's go. So muss das sein, Viviani. Mit unserem Standardtrick der Ballrolle, weil ich auch zugegebenermaßen nicht viel mehr kann. Vielleicht noch ein Roulette und ein Scoop-Turn, aber das war's dann halt auch schon gefühlt an meinem Skill-Repertoire. Und ja, Morgan, Alter, Volleys kann der Mann auf jeden Fall, wie wir sehen, richtig stark. Viviani, eine weiter, ja, oh mein Gott, so schön, so schön. Auf einmal sind wir der Vorlagen-King oder was? Das ist ja der Wahnsinn. Und Luis Morgan und ich blühen jetzt hier nochmal richtig auf. Zum Ende der Saison als Duo. Das ist ja richtig nice. Freut mich unnormal. Bisher waren die Spielerkarrieren gerade in der Offensive ja auch immer so ein Ding. Ich habe jegliche Bälle angefordert und normalerweise macht der Computer auch nur Scheiße. Hat aber auch, muss man sagen, hier zum Anfang der ein oder andere Kollege getan, wenn wir mal den Ball so gnädig rübergelegt haben. Aber Luis Morgan ist keiner dieser Dummköpfe, keiner der Idioten und der macht die Bälle halt auch richtig gut rein. Zweites Tor, zweite Vorlage von Viviani. In die Mitte, der Ball und Tor! Dritte Vorlage für Leo Viviani. Diesmal die Vorlage für Clark und es steht 4:0, King DC United. Was ist hier auf einmal los? Wir spielen zu 0 und vorne geht jeder Ball rein und das nicht mal nur durch Viviani. Was passiert hier gerade? Also, das hatten wir, glaube ich, noch nie in der Spielerkarriere. Läuft unnormal gut, perfekt den Ball zurückgezogen mit dem Fake-Shot. Ja, und dann ist Clark eben Mutterseelen allein da am 5-Meter-Raum und muss den Ball nur noch ins Tor befördern. Richtig stark. Und ich sag mal so, Leute, ich lasse mich jetzt einfach auswechseln. Ich habe nicht genau darauf geguckt, ob die Ziele erfüllt waren oder nicht. Vielleicht, ja, okay, Schüsse aufs Tor als Beispiel haben wir nicht erfüllt. Spielbewertung dafür schon und, ja, okay, Ballbesitz auch nicht. Also war es vielleicht ein bisschen blöd, sich auswechseln zu lassen. Aber nee, Leute, ich denke an die Fitness unseres Spielers. Und da ist es mir lieber, wenn wir ein paar Ziele nicht erfüllen, als dass wir ins nächste Spiel völlig kaputt reingehen. Am Ende halt trotzdem plus 5 in der Trainerwertung, also zu meiner Überraschung muss ich sagen, wir hatten, ja okay, zweimal minus 5, aber die Spielbewertung reicht eben aus, 8,6 und damit sind wir jetzt vielleicht sogar auf dem Platz für die MLS-Playoffs, ich weiß es nicht, werden wir gleich herausfinden. Oh, wir sind Spieler des Monats, ja natürlich, danke an die Fans, danke natürlich auch an euch Zuschauer da draußen, das einmal an der Stelle erwähnt, für den richtig nicen Support auf diese Spielerkarriere, wirklich jede Folge kommt gefühlt nur noch besser an als die Folge davor. Dafür ganz, ganz viel Liebe auch an euch Zuschauer da draußen. Ja, Derby-Sieg, ich würde mal sagen, wir können absolut unsere Mitspieler loben, weil das war echt eine richtig gute Leistung. Auf jeden Fall. Ja, und tatsächlich, also auch im Monat Juli ist Leo Viviani Spieler des Monats hier in der MLS geworden. Die Tabellensituation, DC United rutscht auf den letzten Platz für die Playoffs, hat jetzt aber auch noch ein Spiel weniger als wir. Bitte was? Irgendwas lief da schief. Mann, Leute, das gibt's doch nicht. Ich dachte, wir wären jetzt hier irgendwie ein Punkt hinter den Playoffs, aber ja, wenn DC United gewinnt, sind es halt wieder 4. Aber uff, Leute, das nächste Spiel ist gegen Orlando. Das ist wichtig. Das ist sowas von wichtig. Oh mein Gott. Orlando hat gleich viele Spiele wie wir. 3 Punkte mehr. Und wenn wir gewinnen, haben wir ein besseres Torverhältnis und stehen vor denen. Leute, das Spiel ist so dermaßen wichtig. Das müssen wir gewinnen. Oh, Leute, nochmal Daumen drücken. Nochmal ganz, ganz doll und dicke Daumen drücken. Denn wir gehen rein ins letzte Spiel der heutigen Spielerkarriere-Episode gegen Orlando. Und das ist wegweisend für diese MLS-Saison. Schaffen wir die Playoffs? Schaffen wir es nicht? Wenn wir verlieren, dann ist es eigentlich so gut wie vorbei. Die Ziele für das Spiel. Verhindere eine Niederlage. Führe 3 Schüsse aufs Tor aus. 8,5er Bewertung. Wir gehen auf die Schüsse. Und damit jetzt also bitte einmal spannende und dramatische Musik, Leute. Denn wie gesagt, dieses Spiel ist ultra wichtig. Gewinnen wir es, dann ist alles noch offen, was die Playoffs angeht, weil wir wenigstens diesen 7. Platz schon mal eingenommen haben, zwischenzeitlich. Oder war's das mit den Träumen von den Playoffs der Major League Soccer? Wir werden es herausfinden. Ja, eine weiter nach oben. Der Pass war eigentlich gar nicht gewollt, aber es war richtig gut. Luis Morgan, wieder die Vorarbeit von Leo Viviani. Der absolute Wahnsinn. Also eigentlich war das wirklich wieder so ein Moment, wo ich den Pass angefordert hatte. Und dann hat er ihn natürlich schon gespielt. Und ja, das war aber dann richtig gut, weil es eine Vorlage wurde. Wieder mal Viviani, wieder ist es Luis Morgan. Das ist eine Sache, die werde ich, glaube ich, an Red Bull New York echt vermissen. Dieses Duo Viviani und Luis Morgan. Durch, ja. Was ein Doppelpass. Was ein Doppelpass. Und der Keeper bleibt halt auch noch stehen. Ich dachte, der kommt raus. Nein. Ja, so schön gepresst. Nein, ey, nein, Mann. So ein Pech aber auch vom Tor, dieses ganze Spiel über. Ja, Schiri, pfeif ab. Wahrscheinlich pfeifst du nicht ab. Wahrscheinlich pfeifst du nicht ab. Es war 46 Minuten. Ey, sag mal. Ja, Viviani. Let's go. Vielleicht wieder der Vorlagenboss. Der Vorlagenboss! Der Vorlagenboss!
So muss das. 51. Minute. Leo Viviani mit der Vorarbeit. Wieder mal für unseren anderen Teamkollegen, für Clark. Ganz, ganz stark gemacht. Let's go, Leute. So wichtig. So unfassbar wichtig. Erst die Vorarbeit für Lewis Morgan. Jetzt also für Caden Clark. Und jetzt führen wir 2:0. Und ja, sind auf dem besten Wege, also Platz 7 zu erobern in der Major League Soccer. Und ich habe mal irgendwann Major Soccer League gesagt. Ja, passiert. Und den mache ich jetzt. Für dich, Bruder. Ey, so unglücklich. Das gibt es doch nicht. Durch. Ja. Oh mein Gott. Können wir das Ganze hier abschließen? Mit einem Tor. Mit. Ey. Nein. Ja, das darf einfach nicht sein. Es darf in dem Spiel nicht sein. It is what it is. Zweimal jetzt schon die Latte getroffen. Nein, nein, Leute, nee, jetzt nicht verkacken. 87. Minute, Orlando mit einem Anschlusstreffer. Leute, jetzt bitte, bitte, bitte nicht verkacken. Männer, wir müssen verteidigen. Bitte alle nach hinten. Mann, Leute, oh, der Keeper von denen ist vorne. Das könnte jetzt mein Run werden. Ja, ja. Nur noch ein Verteidiger vor mir. Bruder, dir laufe ich vorbei. Tschüss. Let's go, let's go, den mache ich. Woo! Let's go! Damit die Bewertung gepackt, das Spiel entschieden, endgültig. Hier kommt keiner mehr zurück. Let's go, Mann! So muss das sein. So muss das laufen. So viel Pech auch in diesem Spiel gehabt, aber am Ende belohnen wir uns. Wirklich herrlich. Einfach nur herrlich. Das Spiel ist abgepfiffen. Wir gewinnen gegen Orlando. Wir übernehmen Platz 7 in den Playoffs. Wir träumen wieder von den Playoffs. Let's go, Mann! Was für ein Abschluss für diese heutige Spielerkarriere-Folge. Was für ein letztes Spiel erleben wir hier bitte? Denn es lief einfach nur fantastisch. Wirklich zu gut. Alle Ziele erfüllt, plus 25 in der Trainerwertung. Wieder mal Man of the Match Award erhalten. Alle Ziele erfüllt. Let's go, Mann. Was ein Abschluss für diese Folge. So muss das. Und damit sind wir nicht nur auf Platz 7 in der Eastern Conference, sondern sogar gerade auf Platz 6. Okay, DC United hat ein Spiel weniger als wir. Aber wir sind wieder voll drin, Leute. Wir sind wieder voll drin. Auch DC United ist nicht völlig sicher vor uns. Der Traum lebt halt absolut, an den Playoffs hier in der MLS teilzunehmen. In der nächsten Folge, Leute, geht es weiter. Auch gegen Atlanta United und Co. Also das alles dann in der nächsten Folge mit schon so einer leichten Vorentscheidung dann um die Playoffs hier in der MLS in den USA, Leute. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, Leute, vergesst den Daumen nach oben nicht. Für euch nur ein kleiner Klick für die Videos. Eine mega, mega Unterstützung. Abo-Glocke nicht vergessen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und zu guter Letzt, Leute, ein Kommentar für den Algorithmus oder allgemein hier zur Spielerkarriere immer wieder gerne gesehen. Liked Sachen hoch, die euch gefallen, Leute. Und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut da rein und ciao.